So, willkommen meine lieben Leute, euer Kiri ist wieder am Start und heute zeige ich euch einfach mal, wie ihr so gut wie jedes Teil vom Reza Kiri breaken könnt. Hier bin ich wieder mit meinem Repetierset mit Draskhelm, Karabak, Brustpanzer, Drask Arme, Koschei Beine und der Schreiklaterne und bin darauf gebaut, dass ich mit Sharpened und Bladestorm maximalen Teilschaden an den Körperteilen mache. Dazu ein bisschen Attack Speed durch Conduit, wieder Laternencharge durch Etheric Attunement. Agility, um ein bisschen mehr dodgen zu können. Molten für die Attack Speed Herzen und Predator, um ein bisschen mehr Schaden auf Dauer zu haben. Und wir gehen natürlich wieder rein, hauen beide Pots rein. Stamina jetzt diesmal mit dabei und Attack Speed. Ja, und gehen als allererstes auf seinen Kopf, würde ich sagen. Herzen einsammeln und erstmal alles dodgen hier. Rein dodgen, aufladen, Rechtsklick auf seinen Kopf und drauf da. Am besten noch Attack Speed drauf, dodgen. Und weiter drauf da. Dodgen. Und weiter auf sein Köpfchen. Immer drauf aufpassen zu dodgen. So. Herzen einsammeln, ganz wichtig, sonst verliert ihr die. So. Und weiter auf den Kopf. Kopf wäre dann schon mal Break. Immer die Teile einsammeln, by the way, dann habt ihr sie safe. Jetzt würde ich als nächstes sogar auf den Chitin gehen. Das ist dieser Gem da hinten. Den braucht man auch sehr oft zum Craften für jeweilige Rüstung. So, jetzt schön aufpassen. Erstmal abwarten, bis er sich beruhigt. Und Rechtsklick auf den Chitin. Kann jetzt sein, dass wir den Schwanz erwischt haben. Kann aber auch sein, dass es der Chitin ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, laufen zu ihm rüber mit Speed und greifen den Chitin an. Laden nach, damit wir verstärkte Schüsse haben. Und dodgen jetzt rein. So, jetzt ist super, jetzt können wir ihn angreifen in der Zeit. Immer schön wegdodgen, wenn er wieder landet. Und die Herzen sammeln, ganz wichtig, denn Attack Speed braucht ihr immer. So. Immer schön auf Dauer auf den Chitin schießen, wenn ihr die Zeit habt dazu. Kann natürlich sein, dass er jetzt, wie jetzt, immer wieder wegfliegt, aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit ohne Ende, um die Teile zu breaken. So, jetzt wieder schön dodgen. Auf den Chitin schießen und dodgen. Dodgen und weiter auf den Chitin. So, und immer schön die Zeit nutzen, da drauf zu schießen. Nachladen und weiter drauf. Ist natürlich blöd, der backt relativ oft in den Boden fest, aber das macht nichts. So, immer bereithalten zum Dodgen. Da wir die Agility-Zelle drin haben, können wir relativ oft dodgen. Und dass wir viel Stamina verlieren. So. Und diese Chance müsst ihr immer ausnutzen, um den Chitin anzugreifen. So. Der sollte eigentlich schon relativ fast kaputt sein. Wir haben schon relativ oft drauf geschossen. So, bereithalten zum Dodgen. Ha, jetzt leicht übersehen, aber das macht ja nichts. Die Herzen ignorieren wir jetzt, weil ich will den Chitin endlich kaputt bekommen. So. Den haben wir jetzt auch kaputt. Nichts gedroppt? Nein. Dann gehen wir auf die linke Klaue schon mal. Dodgen natürlich. Laden nach. Halten uns bereit zum Dodgen und gehen wieder auf die linke Klaue. Und immer wenn wir durch eine Attacke dodgen, machen wir natürlich mehr Teilschaden. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt hat er uns eingesperrt. Das heißt, wir schießen uns einfach mal am besten frei. Und dodgen auch noch seinen Attacken. So. Hauptsache zerschießen. Sonst kriegen wir hier gleich Laser ins Gesicht. Ah, die müssen wir trotzdem dodgen. Puh. Konnte ich jetzt leider nicht dodgen, weil mir die Ausdauer ausgegangen ist. So, wir wollten auf die linke Klaue. Dann gehen wir auch weiterhin auf die Klaue. Haben jetzt leider nicht neben ihm aufgeladen, aber das macht nichts. So, Attack Speed. Laden wieder neben ihm nach. Und gehen auf die linke Klaue. Denn Fokus ist immer sehr wichtig. Guck, da ist er auch schon niedergebrannt. Deswegen habe ich das Feuer-Part-Teil mit. Dass wir halt auf Dauer Feuerschaden anrichten oder die Chance dazu haben. So, jetzt die rechte Klaue natürlich. Danach kommen halt die Beine. So. Und einfach nur weiter draufhalten. Immer versuchen, den Attacken einfach ganz simpel auszuweichen. So. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Zeit verschwendet, aber das macht nichts. Laden wir nochmal nach, hauen Trank rein, hauen Stamina-Trank rein. Gehen auf die rechte Klaue.
hier natürlich ganz weit weg dodgen. War jetzt eine scheiß Posi, aber das macht nichts. So, nachladen, dodgen, heilen und weiter auf den Arm. Ich würde ihn gerne aus dieser Ecke rauskriegen, denn die ist nicht sehr schön, um ehrlich zu sein. Danke sehr. Sammeln einmal die Herzen ein, laufen zu ihm mit Speed. Keine Laser abbekommen. Den Chitin haben wir ja schon, also gehen wir wieder auf die Kralle. Dodgen den Sprung. Und da ist die Kralle auch schon weg. Jetzt gehen wir auf das rechte Bein. Wenn da hier sich jetzt nicht zukrümmelt. So, nachladen zu ihm und weiter auf das Bein. Jetzt einmal auf das linke Bein, wieder dodgen. Naja, nicht so gut funktioniert, aber macht wieder nichts. Attack Speed. Dodgen und rein da auf das Bein. Leider auf dem Arm verfehlt, aber macht ja nichts. So, nachladen und auf das Bein. Ist auch wieder fast broke. Man sieht das an den Kratzern. Je tiefer die sind, desto mehr Schaden hat man gemacht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, kriegen wir relativ gut durch. Wieder einmal außen rumlaufen. Neben ihm nachladen. Wir müssen ja erstmal auf das rechte Bein. Müssen das wieder dodgen. Können während der Zeit immer auf sein Bein schießen. Und da ist es auch schon wieder kaputt. Genau dasselbe machen wir jetzt mit dem linken. Attack Speed rein und dodgen. Dodgen natürlich die Attacke. Laden neben ihm nach, damit wir verstärkte Schüsse haben. Und gehen wieder auf das linke Bein. Das ist natürlich eine miese Attacke, die ist immer sehr komisch zu dodgen. So, haben wir das linke Bein, das machen wir auch noch platt. Juju, jetzt gehen wir aber erstmal auf Lifesteal, nicht dass wir gleich noch sterben. Wir müssen jetzt leider seinen Körper angreifen, weil uns sonst die Tränke ausgehen. So. Jetzt müssen wir wieder auf das linke Bein tatsächlich, aber ich will mich erstmal wieder voll heilen. Haben wir ja, gut. Wieder die Kugeln dodgen. Wieder an ihn ran. Und auf das rechte Bein. Oder war es das linke? Dodgen wir erstmal. So. Ja, es war das linke. Attack Speed nochmal rein. Nochmal Lifesteal rein. Und heilen uns an ihm hoch. Und da ist es auch schon kaputt. Dann hätten wir alles. Jetzt könnte man den Schwanz noch beschädigen. Ich glaube, das wird nicht mehr viel bringen. So, die Attacke immer ganz wichtig dodgen, denn die macht besonders viel Schaden. Aber jetzt müssen wir es prinzipiell nur noch besiegen. Die Angriffe immer dodgen. Genauso wie den hier. Attack Speed rein. Und Fokus auf den Schwanz. Haben wir leider verfehlt, aber der portet sich jetzt eh weg. Oder er packt uns in seine Ulti. Das ist jetzt der Fall. Das heißt, dodgen und versuchen, die Kuppel so schnell wie möglich kaputt zu kriegen. Immer nach links und rechts dodgen, um die Laser auszuweichen. Okay, jetzt wird es natürlich mies, aber wir haben es geschafft. Mehr oder weniger. Wir haben ja schließlich noch Stims, um uns wieder hochzuholen. Ich wäre trotzdem froh, wenn ich hier so langsam mal rauskomme. So. Attack Speed rein, Lifesteal rein und dodgen. Jetzt als allererstes hochheilen. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Nachladen, Herzen einsammeln, Attack Speed. Und Laser dodgen. So. So, wir wollten noch auf das Schwänzchen gehen. Das sollten wir auch noch kaputt kriegen. Dodgen natürlich, nicht vergessen. Und während der Zeit auf ihn anschießen. Wieder dodgen, wenn er runterfällt. Nachladen und auf sein Schwänzchen. Bisschen Attack Speed reinhauen. Attack Speed reinhauen und weiter geht's. So, immer die Herzen einsammeln. Und dodgen.
So, haben wir es jetzt geschafft, dass er weg ist. Jo, haben wir. Das heißt, wir haben jetzt so ziemlich alle Teile kaputt, bis auf sein Schwänzchen. Und da bin ich halt mir nicht sicher, ob man das kaputt machen kann. Wir werden es gleich herausfinden. Allzu weit kann er ja nicht sein. Hier scheint er schon mal nicht zu sein. Das heißt, wir können hier oben lang gehen. Packen einmal Ette, ach, Laufspeed rein mit der Laterne und da ist er auch schon. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder einmal unseren Stamina-Trank rein, den letzten. Bereiten uns vor mit Attack Speed und dodgen seinen Kugeln. So. Laufen am besten zu ihm, warten seine dämlichen Attacken ab. Müssen wieder die Waffe wegpacken, bisschen wegrennen und wieder auf ihn draufrennen. Laden am besten neben ihm nach, um ihm Schaden zu machen. Ja, immer schön aus der Gesichtsreichweite bleiben, weil sonst schießt er random auf euch die Blitzkugeln. Beziehungsweise die Lichtkugeln. Und die machen relativ viel Schaden. So, und weiter geht's. Okay, den Schwanz kann man auch kaputt machen, da wissen wir jetzt Bescheid. Beide Beine, beide Arme, Kopf, Gemmen und Schwanz. Jetzt müssen wir ihn nur noch schnell platt kriegen, dann haben wir alles. Nachladen, maximaler Schaden natürlich. Köpfchen und weiter Schaden machen. So, das war jetzt gefährlich, da ich in der Nähe seines Kopfes war. Und weiter draufhauen. Seine Rage-Attacke dodgen und schnell alles kaputt schießen. Wenn wir hier aus der Kuppel rauskommen wollen. So, jetzt schön die Kugeln dodgen. Und hier alles zerschießen. Machen wir uns auf den Weg zu ihm. Mit den Attacken. Und schießen ihn weiter an. Und so langsam sollte er dann auch schon tot sein. Und jetzt wieder Schaden auf dem Köpfchen ausrichten. Jetzt am besten hinter ihn dodgen, damit einem nichts passiert. Attack Speed rein und drauf da. Und dodgen. Köpfchen, Powerschuss und Schaden ausrichten. Immer diese Attacken dodgen. Da habt ihr keine andere Wahl. So. Wieder durch ihn durch dodgen. Wir wollen ja keine Kugeln abkriegen. Können ja auch nichts mehr breaken. Das heißt, wir können ihn nur noch töten. Und da ist er auch schon tot. Wir haben so ziemlich alles super einfach gebrochen. Es war nur ein bisschen knapp mit den Tränken, aber je länger man gegen ihn spielt, desto einfacher werden einfach die Dodges und irgendwann hat man es halt auswendig. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.